das zierliche Baby und der Junge mit den traurigen Augen fallen mir sofort auf. Die beiden sind ohne Begleitung zur Sprechstunde der German Doctors gekommen. Unser Langzeitarzt Dr. Steinmeier stellt fest, der 9-jährige Dodong ist gesund. Nene aber, das 8 Monate alte Baby, ist schwer unterernährt. Das zeigt uns die Markierung auf einem speziellen Maßband. Ich bin in den Norden der philippinischen Insel Luzon gereist, um die Arbeit der German Doctors zu dokumentieren und daheim über sie berichten zu können. Einen Arzt suchte man in dieser abgelegenen Region vergebens. Bis jetzt. Zum ersten Mal macht unsere Rolling Clinic heute Halt in dem kleinen Ort Talifugo. Ich bin überwältigt von der Freude und der Dankbarkeit der Philippiner. Nenes Mutter haben wir vom nahegelegenen Reisfeld holen lassen. Sie schuftet dort jeden Tag für das Überleben der Familie. Ihr Baby lässt sie in der Obhut des 9-Jährigen. Als einzige Nahrung bekommt es mit Wasser verdünnte Kondensmilch. Ich bin selbst Mutter und so geht mir das Schicksal dieser Familie sehr nah. Dr. Steinmeier und die lokale Gesundheitsarbeiterin erklären Nenes Mutter, dass das Leben ihres Babys ernsthaft in Gefahr ist. Sie geben mir eine spezielle Aufbaunahrung für die Kleine mit und vereinbaren regelmäßige Besuche der Gesundheitsarbeiterin. Sie will sicherstellen, dass Nene auch wirklich zunimmt. Und sie wird der Mutter beibringen, ihre Kinder gesund zu ernähren. Unsere ehrenamtlichen Einsatzärzte sind überzeugt, wenn sie das nächste Mal Sprechstunden in Talifugo abhalten, wird es Nene schon deutlich besser gehen. Nene ist nur eines von vielen unterernährten Kindern in unseren Projektregionen. Ist eine Familie arm, leiden die Jüngsten immer ganz besonders. Unsere Hilfe für notleidende Kinder ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Bitte spenden Sie jetzt.